Smarana, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Schaut mal das Hintergrundvideo an. Das soll ein Netz, ein Gitternetz darstellen, das Gitternetz, was die Erde umgibt, so dass man sich das ein bisschen vorstellen kann, diese ganzen Knotenpunkte, die Linien, wie das miteinander verknüpft ist. So ähnlich sieht es aus. Ja, und natürlich eure Fantasie noch ein bisschen dazu. So ähnlich sieht es jedenfalls aus. Und was jetzt für mich wichtig ist, das World Wide Web, das WWW, unser Internet, ist ja auch ein Gitternetz. Und es geht heute tatsächlich darum, wird denn das Internet immer da sein oder wird es dann mal irgendwann abgeschaltet? Wird es das nicht mehr geben? Von welcher Seite betrachte ich das Internet? Von welcher Seite betrachte ich YouTube? Von welcher Seite betrachte ich Facebook? Dieses Video ist entstanden, weil ich immer wieder mal Kundengespräche habe, wo das Thema aufkam, wo man mir sagte, Facebook ist schwarz belegt, Facebook ist ganz negativ, ich will damit nichts zu tun haben. Und oder es wurde gesagt, ja, das Internet wird ja sowieso bald abgeschaltet, dann können wir nicht mehr kommunizieren. Und deswegen also bin ich jetzt heute hier und werde euch mithilfe der geistigen Welt eine Botschaft dazu überbringen. Ihr wisst ja, wir leben in der Dualität hier auf der Erde und da gibt es immer zwei Seiten, wie man etwas betrachtet. Wenn jetzt jemand zu mir sagt, Facebook ist schlecht, ich mag das nicht, da ist nur schwarze Energie, und der andere Mensch sagt zu mir, oh, Facebook ist klasse, ich liebe es, da finde ich all meine Freunde und wir können uns spirituell zusammen unterhalten und austauschen. Ich sehe das schon, zwei so große Gegensätze. Das heißt, also ich will euch nur damit erklären, eine Sache ist immer so, wie man sie selbst für sich bewertet. Wenn man jetzt sie eben negativ bewertet, dann ist sie für einen negativ, da kann man nichts dran machen. Es sei denn, man ändert seine Bewertung und Einstellung dazu. Und ihr wisst sicher auch, wenn man etwas negativ bewertet, gibt man ja der Gegenseite Kraft, indem man ihr Aufmerksamkeit schenkt. Und genau das ist ja für einen Lichtarbeiter oder für einen erwachten Menschen oder einen Menschen, der sich auf dem Weg des Erwachens befindet, ein No-Go, dass wir der negativen Seite Energie übergeben, sondern wir orientieren uns ja für die lichtvolle Seite. Und ich für mich, ich habe auf Facebook so liebe, so tolle Freunde und auch meine Facebook-Seite Smarana, die ihr übrigens abonnieren könnt. Der Link ist unter dem Video. Die ist auch so lichtvoll, weil da ist das Licht von Smarana drauf. Gottes Liebe, Gottes Nähe. Und das ist für mich Facebook, weil ich es so sehe. Und auf meiner Facebook-Seite bekommst du auch immer ganz wichtige Informationen, wichtige Tagesimpulse und die neuesten Neuigkeiten, wenn wir eine Veranstaltung oder sowas haben. Also all das sieht man auf Facebook. Und ein Austausch im Licht ist möglich. Ja, also das sollte so ein bisschen, sollte das so euch überlegen. Und dann gibt es ja auch noch die Meinungen, dass YouTube abgeschaltet wird, dass Facebook abgeschaltet wird, das ist auch Energie von der Gegenseite. Es werden sicher Neuerungen kommen und es gab mal vor 2 Jahren diese Angstphase, wo jeder gedacht hat, oh Gott, wegen einem neuen Urhebergesetz, dass eben dann man nichts mehr posten kann und dadurch die Kanäle geschlossen werden und YouTube es dann gar nicht mehr gibt. Also da kann ich euch beruhigen, habt mal keine Angst, geht mal nicht in die Angst, sondern geht eher in das Vertrauen, das Netz wird es immer geben, so wie ja auch das Gitternetz. Und jetzt mache ich mal die Brücke vom Internet, von World Wide Web zum energetischen Gitternetz der Erde, weil das sind zwei Dinge, aber sie sind eigentlich auch gleich. Das Gitternetz der Erde ist angefüllt mit Liebe, mit magnetischen Liebeswellen von der geistigen Welt, trägt uns, hält unsere Erde im Gleichgewicht. Das World Wide Web ist unser Informationsnetz. Und zwar in diesem Informationsnetz haben wir die Möglichkeit, uns
untereinander auszutauschen über das Licht und über die Liebe. Betrachtet das bitte so, betrachtet dies nicht mit der Angst. Wenn das Internet nicht wäre, könnten wir uns gar nicht treffen visuell, könnten wir gar nicht die tollen Gruppen haben, zum Beispiel die Smarana-Gruppe auf Telegram könnten wir gar nicht haben, wenn das World Wide Web nicht da wäre. Also es ist für uns Lichtarbeiter die Möglichkeit, uns auszutauschen, uns kennenzulernen, ganz viele Informationen zu bekommen und uns weiterzubilden. Zum Beispiel die Botschaften von der geistigen Welt werden ja übertragen durch so viele Medien auf YouTube, die nur deswegen übertragen werden können, weil es eben das Internet gibt. Und deswegen wird es auch nicht verschwinden, weil dadurch die Anbindung an das Licht und die Liebe, an die göttliche Energie einfach vorhanden ist. Also ich möchte euch einfach bitten, geht nicht in die Angst und denkt, oh je, es wird abgeschaltet, es gibt's dann nicht mehr und wir sind allein. Es wird sicher andere Wege dann geben, was YouTube unternimmt, wo jetzt die ganze Zeit, 2 Jahre war ja Zeit, das zu entwickeln, wie eben dann oder von wem dann die Videos gesendet werden dürfen. Und mit dem neuen Urheberrechtsgesetz, was eben alles so durcheinander gebracht hat, da gilt eben dann wirklich, alles, was du selbst machst, kann dir niemand nehmen. Das ist dein eigenes Urheberrecht. Und so wird es dann sein. Also es soll auf der einen Seite schützen, aber auf der anderen Seite schränkt es auch wieder ein. Es wird aber mit Sicherheit eine gute Regelung geben, welche uns weiterhin zusammen meditieren lässt, welche uns die Möglichkeit gibt, uns über dieses riesengroße Netz immer zu verbinden und das weltweit. Das ist das lichtbringende Internet und auf dieses sollten wir uns konzentrieren, einfach das Gute sehen, in jedem das Gute sehen. Dann bauen wir die neue Welt auf. Immer dann, wenn wir uns beeinflussen lassen von etwas Negativem und in die Angst gehen, immer dann, und zwar jedes Mal, geben wir der schwarzen Seite Energie. Und das ist genau das, was wir gar nicht möchten. Und das möchte ich euch so sehr ins Bewusstsein rufen, damit ihr versteht, was das Denken ausmacht, was unser von jedem einzelnen Menschen dieses Denken ausmacht, wie das Ganze beeinflusst, das Große und Ganze beeinflusst. Und den Weg der Liebe einzuschlagen, den Weg des Lichtes zu gehen und das World Wide Web, das Internet mit Licht zu durchfluten, ja, das ist für mich der Weg, um es auch zu erhalten. Das ist die Manifestation, die wirklich dann auch alle unterstützt, alle Menschen, die das Internet nutzen, und das ist die ganze Erde ungefähr. Und deswegen ist diese Sendung da, damit ihr euch das auch mal von dem anderen Gesichtspunkt betrachtet, nämlich von der lichtvollen Seite. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist unsere Zukunft, die lichtvolle Seite. Wenn du jetzt das Smartphone mal nimmst, das Smartphone ist der Ersatz in der Dualität für die Telepathie. Das sind alles meine Ansichten, die ich euch hier erzähle. Ihr könnt gerne einer anderen Meinung sein, aber es bringt nochmal so eine andere Richtung, so eine andere Denkweise. Also das Smartphone ist der Ersatz für die Telepathie. In der Dualität, je mehr wir aufsteigen in die anderen Dimensionen, desto weniger werden wir das Smartphone brauchen, weil wir dann selbst telepathisch uns unterhalten können. Das Internet ist das World Wide Web, das ist das magnetische Gitternetz, was uns dazu bringt, Bilder zu sehen und Informationen zu bekommen. Also das ist die nächste Stufe nach der Telekommunikation. Und das ist also die lichtvolle Seite vom Internet, die immer bestehen wird, wenn wir uns darum kümmern, wenn wir uns lichtvoll darum kümmern und diesem Licht Kraft geben. Die hat die Möglichkeit für uns, Bilder zu sehen, Wissen zu sehen und uns weiterzubilden, den Weg zu Gott zu finden, den Weg zum Erwachen zu finden.
So ist das Internet aufgestellt. Und wenn es nicht gewesen wäre, würden noch so viele Menschen im Unklaren sich darüber sein, was die Spiritualität bedeutet, was Erwachen bedeutet, was Aufstieg bedeutet, all diese wertvollen Botschaften, die gepostet werden von den Medien auf der Welt, die könnten nicht so gut verbreitet werden. Das ist das World Wide Web, das Internet. Das ist unser magnetisches Gitternetz, mit welchem wir arbeiten. Nur eben noch in der Dualität. Und das kann sich viel, viel später mal ändern. Aber es wird aber nicht so ändern, dass es wegfällt. Das müsst ihr einfach euch im Klaren sein. Es wird immer eine Weiterentwicklung geben. Aber wegzudenken ist es nicht. Das geht nicht. Es gehört zu uns. Und lasst euch keine Angst machen. Geht nicht in die Angst, sondern geht immer in das Licht und die Liebe. Ja, und jetzt möchte ich gerne mit euch zusammen eine Meditation machen, um das World Wide Web und das Gitternetz zu stärken mit unserem Licht und unserer Liebe, um das weiter auszudehnen, so dass es Kraft hat und bestehen kann. Das ist ganz wichtig für uns heute. Ja, und ich wünsche dir schon ganz viel Freude dabei, dies zu genießen, und bedenke, du dienst dem Großen, du bist heute ein Diener des Großen und Ganzen, denn wir arbeiten in dem Lichtnetzwerk, in dem denn wir arbeiten in dem Lichtnetz zusammen für das Wirken in der göttlichen Liebe, für das Zusammenwirken der Lichtarbeiter mit der göttlichen Führung und mit dem göttlichen Schutz. Und das ist so ein schöner Gedanke, den ich so voller Freude auch an euch jetzt weitergebe. Natürlich nehme ich die Smarana-Energie und lasse dann diese Energie auch gleichzeitig in das Gitternetz mit einfließen, und wir werden dann das Gitternetz mit dem Internetnetz verbinden, weil die Verbindung schafft die Vereinigung und stärkt dann das Licht. Und ja, ich danke der geistigen Welt für die Führung, und wir fangen dann jetzt auch an. Ich wünsche dir ganz viel Kraft und Vergnügen und Freude dabei. Ganz viel Licht soll fließen. Ich bitte um die Energie des Schutzes. Ich bitte um die Energie der Liebe und des Lichtes für uns alle und für jeden Einzelnen, der heute hier ist. Geliebter Lichtarbeiter, deine Seele hat dich zu diesem Video geführt. Und deine Seele hat dich hierher geführt, um für das Große und Ganze mit mir gemeinsam zu wirken. Deine Seele hat erkannt, dass das Licht und die Liebe, dass diese beiden Energien die größte Kraft tragen und dass diese Energien es wert sind, dass wir uns mit ihnen verbinden. Und so bitte ich dich, deine Augen zu schließen und dein Herz zu öffnen, denn ich möchte dich einladen, mit deiner ganzen Liebe und mit deinem höchsten Licht der Seele das magnetische Gitternetz zu stärken, und so lasse dich tragen von den Energien, welche jetzt zu dir strömen, denn ich habe meinen Kanal geöffnet. Und so fließt die Smarana-Energie durch mich hindurch, fließt zu dir, sodass du diese Energie weitergeben kannst und in das magnetische Gitternetz der Erde einfließen lassen kannst. Tue dies einfach mit deiner Absicht, es geschieht wie von ganz allein, denn die Energien kennen den Weg. Und sie kennen die Wichtigkeit dieser Lichtarbeit.
Und so fließt das Licht durch das magnetische Gitternetz der Erde. Es fließt von Knotenpunkt zu Knotenpunkt, verbindet sich mit den Linien des Lichtes und strömt über die ganze Erde, um die Erde herum. Tue alles, was du tust, mit Freude und mit Liebe, denn so geht es leicht und ist sehr einfach. Und nun lege deinen Fokus auf das World Wide Web, auf das Gitternetz der Dualität, welches dir so viel Freude bereitet. Und lenke ebenfalls die Liebe Gottes, die Smarana-Energie, das Licht und die Liebe mit deinem Fokus in das Internet hinein. Es geschieht ebenfalls mit deiner Absicht und die Energien fließen. Sie fließen wie von ganz allein sanft und lichtvoll. Und kraftvoll. Sie verbinden sich mit den Linien und den Knotenpunkten und so strömt das Licht der Liebe durch das Internet. Es strömt durch das Internet und vertreibt die Dunkelheit. Wir heben mit unserer Liebe die Energie des Internets an. Und wir versuchen jetzt, das Internet mit dem Gitternetz, mit dem magnetischen Gitternetz der Erde zu verbinden. Wir versuchen die Verschmelzung, sodass beide Netze in Harmonie schwingen und sich die göttliche Energie um dieses Netz herumlegt. Vielleicht empfängst du die Bilder davon und spürst, welch großartige Veränderung eintritt und spürst, wie die göttliche Energie wie ein goldener Gürtel um die Erde fließt. Ein goldener Ring leuchtet und strahlt. Und somit die Verschmelzung geschehen ist. Und somit die Energie des Internets an die göttliche Ordnung angehoben wurde. Dank dir, dank deinem Hiersein. Genieße noch ein wenig die Energie, denn sie ist einzigartig. Sie ist grandios, die Verbindung durch Licht und Liebe, welche sich ausdehnt durch die magnetischen Linien und welche verbunden ist mit dem Universum und dadurch eine große Einheit entsteht. Die Einheit der Liebe. Und du bist ein Teil davon, denn du hast dazu beigetragen, dass dies geschehen durfte. Ich danke dir sehr. Und nun kommen wir mit unserem Bewusstsein wieder in das Hier und Jetzt zurück. Wir lösen uns aus den Energien der Gitternetze und kommen wieder auf der Erde an. In unseren Räumen sind vollkommen hier. Ein schöner Gedanke, ein schönes Wirken mit dir. Ich bin gespannt, was du mir dazu sagst.
wenn du unten in dem Chat schreibst, wie das für dich war, wie dir das gefällt und wie einfach es doch ist, als Lichtarbeiter für das Große und Ganze zu wirken und auch das Internet zu schützen. Ich bin sehr gespannt auf deine Meinung. Es ist, wie gesagt, meine Meinung, es ist mein Empfinden, mein Gefühl in Verbindung zur geistigen Welt und jeder darf natürlich seine eigene Meinung haben. So ist es und so sei es. Ich danke dir, dass du hier warst und ich freue mich auf das nächste Mal. Alles Liebe. Bis bald.